Fehlerchen, die in einem Tag gefixt sind. Aber nein, die Entwickler machen natürlich nichts. Die bauen lieber neue Arenen, wo gar kein Schwein da hingeht und PvP macht. Schade, schade. Ah, jetzt müssen wir hier noch kurz das Aquantis-Bauwerk aktivieren. Okay, da könnt ihr gerne mal lesen. Einfach Stopp klicken, fertig. Okay, wir sind bald Level 10, super. Die Quests noch abgeben und dann sind wir Level 10 und können dann den Barbaren wählen. Irgendwie sieht das Schild ganz komisch aus, wie es wackelt. Hä? Der Arm wackelt ganz anders als das Schild. Und seht ihr zum Beispiel beim Schwanz, es sind immer die gleichen Abläufe der Bewegung. Das ist gar nicht so dynamisch. Sieht nur dynamisch aus. Aber eben, ich schaue irgendwie nie ins Negative. Also wirklich, ich meckere eigentlich nur über ein Spiel, wenn ich aufnehme. Und ja, ich schaue immer vorwärts. Ich schaue, kleine Fehlerchen interessieren mich überhaupt nicht. So, wir haben nichts bekommen, schade. Und was ist das? Das ist übertrieben. Das ist nur Wasser. Das ist ja nur Wasser. Man sieht, dass Wasser ist. Das ist irgendwie neonröhrenartiges Zeugs. Das ist doch gar nicht, also, ja. Aber spielerisch ist Reckon einfach top. Also, ich kenne kein anderes Spiel, was so gutes RVR hat. Leider sind die Charakterklassen halt nicht so richtig ausgebalanciert. Und das Heilen ist einfach zu mächtig, aber trotzdem, es ist richtig geil. Also es ist ein Spielplatz für richtige Kriegstreiber. Und auch das Itemsystem, Itemboni und so, ist sehr gut für ein MMORPG. Und für was irgendwie 40 Euro plus 13 pro Monat für ESO Online, also ESO, auszugeben, da kann man genauso gut Rechnung spielen, das ist komplett kostenlos. Also, ich weiß nicht, für was manche Leute einfach Geld ausgeben müssen, wahrscheinlich zum Angeben oder sonst irgendwas. Da komme ich nicht so nach. So, Farmerin, was willst du? Ah, das ist Meira Tier. Ah, das ist ein Wolf. Da ist eine Weizenähre. Die sieht man gar nicht. Ja, toll. Es geht nicht mal mit dem Reittier. Irgendwie. Ja, toll, jetzt kommt noch die an. Ah, muss man das doch mit Reittier machen. Solche Quests sind wirklich nur WTF. Wirklich nur WTF. Was zum Geier soll das denn? Das ist doch keine Quest, das ist einfach eine monotone Arbeit. Als die Strahlen noch nicht da waren, als sie noch nicht reingepatcht wurden, fragte ich mich, was soll ich jetzt machen? Dabei muss man nur hier doppelklicken. Sodele. Ah, wir sind schon Level 10. Hab's gar nicht mehr bemerkt. So, hier auch noch abgeben. Prima. Also, denne. Ab nach Fiskal. Noch kurz was trinken. Es ist so angenehm, so kaltes Trinken und
wenn man so heiße Körper hat vom Training. Das ist immer so extrem erfrischend. Ja, ich trinke am liebsten Rivella Blau, das ist so ein schweizerisches Getränk ohne böse Sachen, ohne Zucker drin und einfach nur guter Geschmack. Und das habe ich vor allem, weil ich Diabetes habe und nicht allzu viel Zuckergetränke trinken sollte und Wasser überhaupt nicht ausstehen kann. Und deshalb habe ich Rivella, ist aber sehr teuer, also es ist fast schon ein Luxusgetränk. Ist ungefähr 20 bis 30% teurer als Cola. Also richtig teuer. Der Bartmann-Trainer müsste hier irgendwo sein. Da ist er schon. Wer hat der Barbar? Zusammengeschrieben. Oh. Tut das gut. Schauen wir mal. Das ist die Zweihandbeherrschung. Also Blutdurst ist richtig fett gut. Sehen wir Blutdurst. Dann Riese. Nein, das ist nicht gut. Ekstase, weg mit den Köpfen. Das ist für Verbündete. Können wir eigentlich noch... Kellendurchschneider. Wir machen hier weiter. Ja, hier gibt's aber gar keine guten. Später gibt es erst wieder gute, ich weiß nicht welches. Naja, hier gibt es eigentlich fast keine gute. Hä? Sind die guten hier? Naja, hier sind die guten. Zum Beispiel Sprung. Eigentlich sehr wichtig im PvP, damit ihr schneller an den Gegnern seid. Bewältigte Stärke, richtig geil. Berserker. Und dann noch Topsucht, aber Topsucht ist nur 5 Sekunden. Das ist auch wieder eine Fähigkeit, da denkt man nur, für was braucht man denn das? Zwar ist es schon geil, 5 Sekunden, um nun gegen Stun-Effekte zu sein, aber... Ja, wenn man es richtig einsetzt, ist es schon gut, aber viel zu gering. Ich hoffe, das wird dann mit mehr Punkten länger. So, und dann der Rest hier rein. Bewegungsgeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Machen wir das lieber hier. Bis zur tödlichen Anomalie. Kann man jetzt hier noch den brutalen Stoß nehmen und danach mit Schwertern einsetzen? Ja, ich mach's jetzt mal noch nicht. Mach dann lieber... hier rein noch ein Punkt, so. Okay, ich mach mal Pause, ich bin zu müde zum Aufnehmen. Morgen geht's aber wieder weiter, also Dankeschön fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wir sind hier wieder mit der Monika. Und ich warte gerade auf eine Party zum Clan warm machen. Das macht momentan am meisten Spaß. Ist ja auch das Hauptfeature in diesem Spiel. Und irgendwie haben die gerade nicht Bock. Die haben gerade Dragon gemacht. Wahrscheinlich sind sie jetzt alle kurz AFK oder so. Ich könnte mal... ja, ich könnte mal dort mitgehen. Vielleicht geht ja der auf dem Panther, auf dem weißen Tiger irgendwo hin.
Was war denn erst für ein Ding? Irgendwie war nichts. Wir gehen mal dieses vor, das Heuerbrett fort anschauen. Also irgendwie gibt es halt momentan keine, sag schon, keine Invasionen, nix. Hier ist kaputt. Wieso ist hier kaputt? Er hat hier kaputt gemacht. Oi, kommt da nicht runter. So. Wieso ist hier kaputt? Hä? Wieso ist hier kaputt? Also. Aber wieso ist hier kaputt? Hä? Wieso ist hier alles verwachsen? Komisch. Okay, die Krone ist noch hier. Also was das sein soll. Gehen wir mal nach oben. Schauen hier mal, was es so zu sehen gibt. Ah, hier ist noch ein Wächter. Oh. Hier sind zwei Magiras-Wächter da. Nein, man kann nicht drüber springen. Ich wollte ein bisschen Base-Jumpen. Ja, da gehen wir am besten mal nach Eferias. Schauen dort mal, was so ist. Was hast du so in Imini? Aha, du im Inventar. Wahrscheinlich, weil er es mag, das erste Schwert. Okay, hier ist der Eingang im Norden. Das wusste ich ja auch nicht. Ah ja. Okay. Gehen wir nach Eferias. Was ist hier unten? So, hier. Und dort. Also das ist unser großes Gebäude. Das Reich hat zwei kleine und ein großes. Und die muss man ja stürmen. Und diese Relikte, die hier überall bei den Wappen zu sehen sind. Hier zum Beispiel ein Totenkopf. Und hier sind die Kronen. Also Alcius hat die Kronen. Und wir haben irgendwelche Kisten und was es sind. Und ein Kristall. Aha. Wir müssen schauen, hier sind überall Feinde wahrscheinlich am herumkillen. Gigantische grüne Käfer. Ah. Oh, boah, diese Wespe. Die ist ja riesig. Okay, Moment kurz. So, weiter geht's. Aha, mein Versteck war gut. Ja, mein Vater will Sekiro 2 spielen. Ich muss es installieren. Und ja, habe ich kurz die DVD reingetan und angefangen installieren. Jetzt muss ich nach einiger Zeit wieder gehen hoch, um das Spiel, die zweite DVD reinzulegen und ja, und so weiter. Magna. Magna, Magna. Die Magna sind ja jetzt beim Barbaren drüber, weil der die Magna braucht. Für das Magna-Schwert und so Sachen. Ja. Mal gucken, ob der Ding da ist. Der ist sicher nicht da. Jetzt ist Abend. Der ist meistens am Nachmittag da. Der Boss. Zyklopenmeister. Irgendwie ist heute überhaupt nicht viel los. Muss ich wirklich am Wochenende mal richtig ausgiebig aufnehmen, damit was los ist. Aber dann wird es wahrscheinlich lecken, weil der Server so scheiße ist. Was ist denn das? Ein Totenkopf, ne? Ein Fackel wahrscheinlich. Hier habe ich mal gelevelt als Barbaren auf dem alten Account. Der jetzt leider im Data-Nirvana ist. Der von Alcius ist leider auch jetzt weg. Schade, schade. Aber man darf nicht mehr als ein Ding machen eigentlich. Ein Account bei Gamico. Weil sie natürlich alles im Blick haben wollen. Damit sind sie auch nicht erfolgreich. Nein, Scherz. Naja, ich weiß nicht wieso. Also in anderen Spielen darf man auch 20 Accounts machen. Wahrscheinlich, dass man nicht Items hortet oder so.
oder dass man sich nicht mehrmals einloggt. Kann ich auch ein bisschen verstehen, aber trotzdem ist es hart, wenn die jetzt auf die losgehen, die Multi-Accounts haben. Man unterstützt ja eher. Wieso löschen sie dann diese Accounts? Ich nicht verstehen haben. Was ist das eigentlich? War das ein Schutt, wie sagt man denn? Reisestein. Ein Monument. Sodele. Was wir machen können, ist einfach mal zu den Inken gehen und ein bisschen winken. Ein bisschen tanzen. Ein bisschen trollen. Weil momentan nichts los ist. Es ist wahrscheinlich immer noch Schamalfort. Gehen wir mal zum Schamalfort. Lassen uns killen. Ignis hat das Imperia. Das ist ganz oben, oder? Das ist das, wo oben ist. Ja. Gut, dass es nicht unser Problem ist. Muss um 21 auf eBay. Oh Gott, schon wieder einer, der Items oder Charakter verkauft oder einkauft. So etwas ist wirklich unter aller Sau. Das würde ich niemals machen. Geld verdienen mit Items, Ingame-Items. Ist sowieso illegal. Und er nicht der Gute. Oh, hier gibt es sogar noch eine Reisequest zum Machen. Nö, nicht solche. 11.362. Nice. Ja. Okay. Dorsim. Wow. Hier hat es eine große Halle. Ich war mal hier drin. Als sie dieses Ding übernommen haben. Konnte ich mal eine Zeit lang drin sein. Aber dann kamen so ungefähr drei Barbaren hier hoch stationiert. Also ich haut's ab, oder? Kam hier hoch, hier weiter hoch. Und sie waren, irgendwie hatten die kein Rennen dabei. Also es gibt, glaube ich, Springen heißt das oder so. Die hatten kein Ding dabei, da war ich schneller. Ging hier hoch. Noch weiter hoch, komm schon. Irgendwo ein Ausgang, bitte. Genau. Hier raus und dann da drüben. Oh, das war geil. Es waren vor drei Barbaren, ein Beschi und ein Jäger, glaube ich, oder so. Und die kamen. Die mussten unbedingt mich töten. Ich bin ja die größte Gefahr. Sie können das Fort nicht wieder einnehmen, wenn ich noch lebe. Und bin einfach hier runtergesprungen. Und die haben sich so richtig aufgeregt. Genau hier bin ich irgendwo runtergesprungen. Irgendwo. Genau hier runter ins Wasser. Soll ich? Überlebe ich das? Ah, das ist ja Wasser, man kann ja gar nicht schwimmen. Ich überlebe es nicht. Ja, das war Spaß. Also, ich habe die ausgetrickst. Ich habe mich selbst umgebracht. Und bin jetzt... Oh mein Gott. Treppensteigen Deluxe. Oh mein Gott. Das war episch. Oh Gott, wieso gibt es so eine scheiß Wendeltreppe? Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Habe ich jetzt Minusattribute? Ist nicht so gut, wenn ich Minusattribute habe. Minus 5! Ich habe wegen einem Sturz minus 5. Das ist eine Frechheit. Ich habe mich ja selber umgebracht. Wieso bin ich jetzt schwächer? Das ist nicht fair. Und wieso wird man durch die Spiele eigentlich nicht schwächer? Das wäre doch gut. Dann haben die auch ein paar Vorteile, die andere töten. Oh, wir gehen hier mal ein bisschen in den Sumpf. Da war ich wirklich fast noch nie einmal durchgerannt.
Aber mehr auch nicht. Gehen wir mal hier in den Sumpf. Oder Dschungel, also Sumpf, Dschungel. Weiß doch nicht. Sumpf. Gibt es keinen Dschungel hier in Regnum? Glaub nicht, nein. Gibt keinen Dschungel. Das muss auch noch reingepatcht werden. Wir brauchen einen Dschungel. Der Dschungel ist uns wichtig. Oh, Anaconda. Das ist ja mal nice. Was für Level haben die ungefähr? Das ist immer geil. Riesige Anacondas sind hier. Episch. Ja, toll. Darf man nicht mal hier runtergehen? Hey, hier ist schön. Das ist mal chillig gemacht. Ja, ich kann nichts dafür. Ich konnte nichts, also... Oh mein Gott. Heute ist der Day-Day. Der Day-Tag. Der D-Day. Der Day-Day. Der Day-Day. Genau, der Day-Day heißt er. Und was haben wir jetzt? Minus 10. Minus 10%. Yay, minus 10% Attribute. Ah. Yay. Minus 10% Attribute. So. Das blöde General, wieso muss das doch sein? Gehen wir wieder in den Sumpf und verrecken nochmals im Schlamm, im Treibsand, im Treiberde oder im Treibsumpf. Na, 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 na. Heute wollte eigentlich jemand aufnehmen, aber der ist irgendwie nicht online. Der Miraku. Schade, schade. Kommt halt dann später ein paar Leutchen dazu. Vielleicht kommt mal Emmerdam hinzu, der wollte auch mal Regnum aufnehmen, aber der hat nie Zeit. Seine Mutter stresst ihn die ganze Zeit. Das nervt. Hey, geh jetzt mal ein bisschen vom PC weg. Du musst Hausaufgaben machen. Komm, wir müssen in die City. Oh, jetzt ist meine Schwester noch gekommen. Heute ist wirklich ein Tag der Familie. Der stressende Familien. Okay, dann verstecke ich mich hier nochmal und nehme später auf. So. Okay, bis das nächste Mal. Also bis gleich. Tschüss.